Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum einen neuen News Video. Es gibt neue Informationen zum F1 Manager. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal rein. Wie man jetzt hier sieht, haben wir hier einmal das Starting Grid. Hier fällt so ein bisschen auf, dass hier und da so ein bisschen ein paar Schatten fehlen, quasi von den Autos. Es wirkt so, wie als ob sie so ein bisschen auf der Luft schweben, irgendwie so. Äh, ein bisschen in der Luft schweben, aber ganz ehrlich, das juckt mich null, weil ähm, es ist nicht durchgehend. Es ist hier vielleicht am Start mal so ein bisschen. Obwohl man sieht, beim Medical Car ist ein Schatten vorhanden. <laughs> Immerhin. Das ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Ich finde es ich find's klasse trotzdem. Einfach jetzt nur mal so ein bisschen zum Einstieg, mal so ein paar Bilder durchgehen, einfach nochmal alles genießen, bevor es dann am 25. bzw. am 30. für einige dann losgeht. Ich habe mir heute zum Beispiel die Vorbestellerversion gesichert. Ich weiß nicht, ich habe gelesen oder irgendwie gehört, die Vorbestellerversion muss auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt bestellt werden, ansonsten ist sie nicht mehr verfügbar. Und ist dann halt nur wie zum normalen Release verfügbar. Deswegen ähm, wartet damit vielleicht nicht zu lange. Ich meine irgendwas Ende Juli jetzt, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, da vielleicht nochmal informieren, ähm, falls ihr Interesse habt an der vorgestellten Version, die euch ja äh, ab 25. das Spiel schon spielen lässt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir mal den Start einmal es müsste Jedi sein, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Hier seht ihr einmal den Start von oben und hier sieht man auch wieder so ein bisschen, hier gibt es schon wieder ein bisschen mehr Schatten und es wirkt halt noch ein bisschen besser. Aber das ist wirklich meckernd auf allerhöchstem Niveau. Wir haben hier ein Manager-Spiel und dafür ist allein die Grafik schon richtig geil. Ich finde das auch klasse gemacht. So, es wirkt alles wirklich sehr, sehr gut und da hat sich Frontier wirklich Echt selbst übertroffen, weil also das habe ich ewig nicht in einem Formel 1 Manager gesehen. Auch jetzt immer abgesehen von Formel 1 Manager oder Motorsport-Manager oder irgendwie was in die Richtung geht. Wenn man das jetzt mal mit einem Fußballmanager vergleicht, mit dem Football Manager im Vergleich zu FIFA, das ist eigentlich so das Niveau von einem Managerspiel und von einem wirklichen, von einer wirklichen Fußball-Simulation. So ist es eigentlich auch meistens, weil bei einem Managerspiel wird halt. Mehr Wert auf andere Dinge gelegt. Und das hier so gut zu haben und dabei auch nicht zu vernachlässigen, dass alles andere noch passt, finde ich mega. Wirklich. Also, das feiere ich ohne Ende. Und bin auch schon richtig gehypt auf das Spiel, wie man merken kann. <laughs> um, und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal weiter. Hier haben wir einmal den Haas. Und hier sieht es auch schon wieder so ein bisschen. Ah, so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen unecht aus, aber. Mit noch ein bisschen mehr Schatten würde es noch geiler aussehen, aber ich lasse jetzt diese Schatten weg, weil, ehrlich gesagt, mich interessiert das fast gar nicht. Ich finde die Grafik trotzdem mega geil. Also. Hier haben wir es noch mal, Hier haben wir noch nochmal ähm, einen kleinen Abschnitt von einer Strecke einfach nur. Und es sieht wirklich mega geil aus. Also. Es ist wirklich schon richtig, richtig, richtig schön gemacht. Und hier sehen wir nochmal den ersten Martin. Auch hier wirklich ist alles schon schön auf die Details geachtet. Und klar, das menschliche Wesen, die ganzen Avatare sind so ein bisschen, ne? Aber ganz ehrlich, alles gut. So, und hier starten wir jetzt langsam, aber sicher mal wirklich in die neuen News, beziehungsweise in die neuen Einblicke für das Spiels noch ein bisschen mehr. Ähm, hier haben wir einmal die Fahrzeugentwicklung. Ähm, wie das so vorwärts geht, hier haben wir gerade anhand des Beispiels des, des Chassis, ja, ob man hier eher mehr auf Quantität oder Qualität geht, nehme ich mal an, ähm, ob es schnell gehen soll. Und hier haben wir halt dann auch die Ausgaben, wie viel das kostet. Und dann gehen wir mal weiter. Das finde ich auch ganz interessant, obwohl ich ja gesagt habe, ich bin jetzt nicht so der Fan von Bilanzen und Finanzen. Aber damit muss ich mich wohl mehr und mehr anfreunden, auf jeden Fall. Ah, denn das ist wirklich, hier wird sehr viel Wert drauf gelegt. Hier sieht man einmal das Cost Cap, was es ja in der Formel 1 gibt. Ähm, man hat eine gewisse Summe, mit der man wirklich hinkommen muss. Und die auch nicht überschreiten darf. Und das wäre quasi dieses hier. Ähm, wir haben hier alles so an Ausgaben. Und am Ende wirklich eine Plus-Minus-Rechnung, was übrig bleibt. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil man muss halt auch managen über die, so über die Saison hin. Ja, hier haben wir noch mal einmal einen Überblick über ja, alle Sachen, die es so zu entwickeln gibt, jetzt im aerodynamischen Bereich. Gibt es natürlich auch nicht nur im aerodynamischen Bereich, sondern auch ähm, an der, am Powertrain, Motor, ERS, äh, Getriebe, an der Antriebseinheit von mir aus. <laughs> Diese Sachen kann man alles entwickeln und ich finde es halt auch mega geil, dass hier auch wirklich sämtliche Daten so ein bisschen aufgelistet auf sind. Ähm, finde ich mega. Und da sieht man halt auch, dass dieses Spiel nicht einfach so hingeklatscht wurde, äh, sondern wirklich ein bisschen Herz wirklich drin steckt. Also ein bisschen ist gut. Also hier, steht, hier steckt schon richtig Herz drin. Ähm, und da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das Spiel wirklich richtig gut machen kann. Und dass es halt nicht so einfach nur rausgeklatscht worden ist. Und gut, ich denke mir mal, die... Lizenz wird auch einiges gekostet haben, aber trotzdem, ich finde es halt sehr gut. Also hier sehen wir jetzt auch noch mal einmal, man hat ja in der Formel 1 nur für jedes Auto über die Saison hinweg drei, Mot drei, drei Motoreinheiten bzw. drei Motoren und damit muss man haushalten. Man hat glaube ich auch nur zwei Getriebe. Wenn ich jetzt nicht alles täuscht, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber ich bin der Meinung eigentlich, das waren weniger als die Motoren. Also müssen es zwei gewesen sein. Ja, dann haben wir hier einmal die Motorenauswahl. Und zwar ähm, es ist wohl so, dass wenn es zum Beispiel hier sieht man es auch, ähm, wenn man Alpine hat, klar ist man Renault bei Red Bull, äh, Red Bull Powertrains. Mercedes ist Mercedes und Ferrari ist Ferrari. Logisch. Die, die vier Teams werden auch immer, und das finde ich auch extrem gut gemacht, dass es wirklich so ist, immer ihre eigenen ähm, Motoren behalten. Weil es wäre irgendwann äh, ziemlich unrealistisch, wenn dann ein Ferrari plötzlich mit einem Mercedes-Motor fährt und, oder ein Mercedes plötzlich mit einem Ferrari-Motor oder Renault-Motor fährt. Ähm, das soll wohl immer nur so bleiben. Das finde ich gut. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Team hat wie Haas oder ähm, Aston Martin, ähm, kann man sich diese, äh, diese Motoren selber aussuchen. Finde ich mega klasse. Äh, da bin ich auch gespannt, wenn es dann auf lange Sicht halt geht und vielleicht tatsächlich pro Jahr ein Manager rauskommt. Es hält sich ja das Gerücht, dass ähm, Porsche und Audi vielleicht auch in die Formel 1 einsteigen, wenn sich die... Wo man eins jetzt langsam mal auskickst, dass die dann in späteren Jahren auch noch dazu stoßen könnten. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, aber das erstmal dazu. Man hat bei den Motoren natürlich ähm, verschiedene Daten wieder mit Power oder ähm, ja alles Mögliche. Also äh, Verbrauch von, von Kraftstoff, ähm, Haltbarkeit, alles Mögliche ist hier mit drin. Und es ist ganz witzig, dass der Mercedes-Motor die wenigste Power hat. Äh, sogar noch schlechter als Renault. Aber okay. Hm. So, hier kann man tatsächlich auch einmal ähm, die Teams vergleichen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, beim, wie es hier ist beim Saudi-Arabien-Grand Prix, äh, hat man hier jetzt im Vergleich Red Bull und Ferrari wie die ähm, einmal so abgeschnitten haben im direkten Vergleich. Da gibt es auch wieder mega viel Statistiken. Ich, ich sehe mich schon wieder äh, bei meinen Let's Plays hier mit Zettel und Stift und sämtliches Aufschreiben und wo man sich verbessern kann und wie und was und wo. Und ähm, was ich auch so ein bisschen hoffe, ist, dass es bei der Abstimmung, bei den Setups später nicht immer das gleiche Setup gibt und es wirklich mal ein Setup gibt, was immer funktioniert oder irgendwie sowas, sondern dass man da wirklich am Ende tüfteln muss und das würde ich schon mega feiern, aber ich glaube, dass Frontier hat hier am Viel gedacht und ich glaube an das auch. So, hier hat man auch nochmal den Vergleich zum Beispiel jetzt vom Red Bull Team, also sagen wir mal von unserem Team jetzt einfach mal und mit dem Durchschnitt des, äh, des Feldes hat man hier den Vergleich. Ist jetzt quasi der Vergleich wie Ferrari und Red Bull eben gewesen, nur jetzt nicht mit Ferrari und Red Bull, sondern mit dem allgemeinen ähm, Fahrerfeld. Hier hat man einmal noch mal den Designfokus. Ähm, hier kann man dann einstellen, wo die Richtung hingehen soll. Ähm, was es für Auswirkungen dann am Ende hat, und ich finde das mega ehrlich, dass man da auch wirklich viel Einstellungsmöglichkeiten hat, dass man zum Beispiel es auch so machen kann, wenn man jetzt ein gewisses Update bringt, dass man das erst zu gewissen Rennen bringt, wo das auch wirklich zündet, also wo man mehr auf Highspeed setzt oder Kurvenspeed setzt und das finde ich schon schon ganz ganz interessant, wie man dann da vorgehen könnte und auch auf lange Sicht die Saison auf lange Sicht planen könnte. Das finde ich mega interessant. So, hier haben wir jetzt einmal noch mal den Entwicklungs die Entwicklungssettings, ähm, also die Entwicklungseinstellungen, wenn man jetzt eine Entwicklung äh, startet, wie viele Ingenieure man auf diese Entwicklung setzen möchte. Wie schnell es gehen soll, ob es in Normalgeschwindigkeit gehen soll oder ob es schnell produziert werden soll. Da muss man sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass das dann wieder ein bisschen mehr kostet und man dann weniger vom Cost Cap hat. Und da ist es halt auch, wie ich eben gesagt habe, wieder interessant. Will man es jetzt für eine spätere Strecke bringen, dieses Update, was man gerade entwickeln will, oder halt ähm, braucht man es jetzt schnell? Es ist halt wirklich interessant, wie das dann später abgeht. Bin ich echt mega gespannt drauf. Ja, testen. Man hat ja in der Formel 1 gewisse Stunden nur, die man im Windtunnel haben darf. Ne? Man sieht das hier auch. 92 Stunden. Finde ich halt auch gut, dass, dass solche Sachen wirklich aus der Realität mit rübergebracht worden sind und nicht einfach, einfach nur so da sind. Ähm, Finde ich auch ganz gut. So, das wäre jetzt erstmal einmal alles zu den neuen Infos, was es so hier an ähm, neuen Infos gibt. <laughs> Und dann kommen wir mal so ein bisschen zur Planung, wie es dann ja ab dem 25. hier weitergeht äh, in unserem Kanal. Und zwar habe ich zuerst eigentlich geplant, Let's Plays zu machen. Und zwar wirklich nur ein Let's Play zu dem äh, F1 Manager. Habe mir das jetzt auch nochmal überlegt und ähm, wäre dann, also das erste Let's Play wäre dann immer montags und freitags. Und dachte ich mir so, ja, ich werde dieses Spiel wirklich extrem oft zocken. Und dann dachte ich mir, ja, es ist so, ein Let's Play ist eigentlich zu wenig. Und hatte mir dann gedacht, dass wir einfach mal zwei dazu machen. Also, es gibt zwei Let's Plays, zwei unterschiedliche Let's Plays. Einmal würde ich gerne mit einem kleinen Team starten. Ähm, bin mir da immer noch nicht so sicher. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, welches Team ihr bevorzugt, welches Team ihr hier sehen wollt, was ich dann spiele. Äh, das würde mir helfen, weil ich bin echt noch unentschlossen. Uh, lange Zeit habe ich so gedacht, ich nehme Haas einfach wegen Mick Schumacher und Haas Team mal so ein bisschen hochbringen, weil Kevin Magnussen finde ich halt eigentlich auch ganz cool. Und dachte ich mir so, das passt eigentlich ganz gut. Letzte Zeit bin ich dann, habe ich dann immer wieder überlegt, obwohl eigentlich Williams ist ja auch nicht schlecht, hat eine gewisse Tradition und die mal wieder hochzubringen, hat auch was. Auch Aston Martin hätte was. Ähm, da geht es mir aber eigentlich nur ums Aussehen von dem Auto, weil ich finde dieses Racing Green oder dieses Grüne finde ich irgendwie richtig geil. Ähm, ja, das ist aber eher so ja, vom Aussehen her das Auto einfach. Und es sind halt Hinterbänkler-Teams, deswegen diese drei Teams sind so in meiner engeren Auswahl. Ich tendiere aktuell tatsächlich eher zu Williams, einfach aus Grund dieser Tradition her. Aber... Wie gesagt, haut's in die Kommentare. Wenn ihr da andere Vorschläge habt, was ihr gerne sehen möchtet, hier ähm, unter diesen drei kleinen Teams, wenn ihr lieber Haas sehen möchtet, ich mache auch Haas. Ähm, ihr müsst es mir nur unten in die Kommentare hauen, dann ähm, denke ich drüber nach. Und ja. Und dann gab es ja noch ein zweites Let's Play. Ein zweites Let's Play würde ich gerne so machen, dass ich jetzt kein Spitzenteam nehme, weil das fände ich irgendwie. Ja, ich finde das irgendwie langweilig, irgendwie, ähm, man hat dann vielleicht nach einer Saison oder zwei saisons alles geschafft und ist dann durch. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, Titel zu verteidigen, Titel zu verteidigen. Habe ah, ich keinen Bock zu. Ähm, ich würde da lieber ein Mittelfeld Team nehmen. Und da haben wir jetzt die Auswahl eigentlich zwischen McLaren. Zwischen Alpine und Alfa Romeo. Ja, und Alpha Tauri wollte ich eigentlich auch noch mit dazu zählen. Und da hält so ein bisschen das Augenmerk äh, bei mir jetzt eher auf McLaren. Wenn ihr da, wie gesagt, auch wieder beim, wie beim ersten Let's Play andere Vorschläge habt, andere Gedankengänge habt, äh, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir das zu Herzen nehmen. Ja, und wie gesagt, so, das ist die Planung, die jetzt so anliegt dann. Am 25. Wird's ja, wird es ja die Premiere sein. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ab wie viel Uhr der Formel 1-Manager spielbar ist. Also, ich glaube, ich bin der Meinung, zwischen 12 und 13 Uhr, weil das damals auch, oder zwischen 12 und 14 Uhr, weil das damals auch die Release-Zeit war von Planet Zoo. Das weiß ich noch, weil ich das. Äh, weil ich darauf sehr lange gewartet habe und das ich glaube ich nochmal verzögert hatte, glaube ich oder so. Ähm, ich glaube nicht, dass es ab 0 Uhr oder Nacht spielbar ist. Ich bin da eher auf Mittagszeit eingestellt. Äh, Im schlimmsten Fall kommt es erst nachmittags oder gar abends. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall ein sehr langes Video machen. Das wird auch mehr als eine Stunde gehen, glaube ich. Das wird eine XXL-Folge. Ähm, einfach zum Einstand zur Premiere. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es schaffe. Dann durch den Schnitt noch ähm, das am selben Tag hoch äh, hochzuladen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, also es kann auch sein, dass das dann erst am 26. dann online ist. Müssen wir mal schauen, wie ich das hinbekomme. Das Gute ist, ich habe an dem Tag Urlaub und ich habe ähm, eine Woche später Urlaub. Also, das heißt, es ähm, kann ordentlich gezockt werden. <laughs> Das dazu und wie gesagt, der Programmablauf dann ab dem 29. August ist dann so: Montag gibt es das Let's Play mit dem kleinen Team. Dienstag gibt es dann ähm, das Let's Play mit dem Mittelfeld-Team, je nachdem, was es dann am Ende wird. Ähm, am Mittwoch gibt es dann ähm, das Let's Play und zwar ähm, bleibt da erstmal noch Mad Games Tycoon 2 drin. Donnerstags läuft dann wieder das Mittelfeld-Team, <laughs> das Let's Play vom F1-Manager. Und am Freitag gibt es dann zum Abschluss noch ein Let's Play von dem kleinen Team. Samstag, Sonntag ist erstmal wirklich frei, da ist, äh, liegt nichts an bei mir. Ähm, wahrscheinlich habe ich da noch ein bisschen in Planung, ob es da nicht mal irgendwie was in Sachen Retro gibt. Ähm, das ist aber wirklich noch in Planung. Da ähm, steht so jetzt noch nichts an und zu guter Letzt, also wir sind jetzt erstmal durch mit dem Video. Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal bedanken, ähm, weil der Kanal ist ja wirklich noch steckt in den Kinderschuhen. Ich wollte mich einmal bedanken für alle Abonnenten, die jetzt äh, abonniert haben. Mein Kanal finde ich mega und ähm, finde ich super, weil dann mache ich das hier nicht ganz alleine <laughs> ähm, und nur deswegen gibt es auch den Kanal? Also, ich freue mich da wirklich mega drüber. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen habt dann lasst ein Like da, Kommentare würde ich mich sehr freuen und die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.